32 Angler. Yeah! 16 Boote. Richtig geil, Alter. 9 Nationen. Yeah! 3 Zielfische. Ui, 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 ui. 2 Zonen. Oh, das ist so böse, ey. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2023 wird präsentiert von Shimano. Closer to nature, closer to people. Dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Und der Anglerschmiede. Dein Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe YPC-Boat-Zuschauer und herzlich willkommen zur 15. Episode und damit zum zweiten Angeltag in Gruppe D. Am ersten Tag konnten sich alle Teams eine mindestens vernünftige Ausgangslage für Wettkampftag 2 erarbeiten, denn alle 4 Teams konnten in Zone West richtig gute Barsche fangen. Da alle Boote für die Full Card noch 2 Zander und mindestens einen Hecht benötigen, stehen heute diese beiden Zielfische total im Fokus. Die beste Ausgangslage hat wegen der Fischgrößen Tabellenführer Hybrida. Doch die Tabelle ist eng. Alles ist bereit für 2 weitere spannende Folgen in dieser starken Gruppe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht ganz schön die Düse. Nachdem wir die letzten 2 Folgen gefischt haben, habe ich eigentlich gedacht, wir sind gar nicht so schlecht. Aber tatsächlich Platz 4 von 4. Ich wusste nicht, dass wir die Killergruppe erwischt haben. Aber anscheinend ist das so. Und deswegen heißt es heute nochmal so richtig auf die Tube drücken. Ja, die anderen Teams haben mega performt. Also Glückwunsch schon mal an alle. Mal gucken, was heute passiert. Die Bedingungen sind eigentlich ganz cool. Wir haben auf jeden Fall noch die Chance, ein Comeback zu starten. Und ich bin gespannt. Die Jungs sind auch heiß und wir geben jetzt Gas. Herzlich willkommen auf das Hollandsdiep. Ja, was brauchen wir heute, Simon? Wir sind heiß. Heute brauchen wir Hechte und Zander. Eine dicke Mutti, ne? Eine dicke Mutti. That's it. Ja. Wasser ist trüb, hier ist ordentlich Regen runtergekommen. Wir hoffen, dass die Hechte ein bisschen beißen. Es wird, glaube ich, nicht so einfach heute mit den Hechten. Danach brauchen wir noch die Zander. Wir gucken, dass wir ein paar gute Zander kriegen heute. Ich glaube, die Zander werden ganz okay beißen. Aber erstmal ganz viel Zeit in den Hecht stecken, weil wir brauchen also auf jeden Fall erstmal einen besseren Fisch. Und dann kümmern wir uns um die Zander. Und dann schauen wir, dass wir heute weiterkommen. Denn der Fun-Fishing kommt, wollte ich sagen. Ja, dann fängt der Spaß an. Okay, let's go. I know my destiny. Alle Teams entscheiden sich für eine sehr kurze Anfahrt und beginnen nicht weit entfernt von der Slippe. Bei Abu Garcia könnte man sogar fast sagen, dass sie auf der Slippe beginnen. Kürzester Anfahrtsweg ever in irgendeinem Tournament, was ich gefischt habe. Wir angeln erstmal ein bisschen zu Hause hier an der Trailerbucht. Gucken wir mal, ob wir den ersten Hecht gleich kriegen. Silla Glider. Hier unten an der Bauchöse habe ich einen Cliplock Weight reingehangen. Das ist ein 3 Gramm Gewicht hier vorne. Das geht hier vorne einfach rein in die Öse. Das Geile an den Gewichten ist, ihr könnt euren Jerkbait wirklich auf einen halben Meter genau arretieren, wo er laufen soll. Das ist hier so 2,5 Meter tief. Es ist voll mit Futter hier, komplett voll. Die Hechte werden nicht weit schwimmen, um sich das Ding hier wegzuhauen. Das heißt, ich muss ein kleines bisschen runter zu den Fischen. Und deswegen angle ich sehr gerne mit diesen Gewichten. Ihr könnt da so bis 10 Gramm gut ranhängen, dann läuft der Jerk noch super. Wenn ihr dann 15, 20 ranhängt, fängt der irgendwann an komisch zu laufen. Aber so 3, 5, 7, 10 Gramm geht super. Los geht's. Okay, my friend. First easy casts. So, wir sind am ersten Platz angekommen. Ziel für heute Morgen ist Hecht. Wir werden beide hier einen Flachwasserbereich abwerfen und hoffen, dass da schnell 2 Hechte einsteigen, sodass wir uns möglichst zügig um die Zander kümmern können. Ja, Leute, herzlich willkommen.
zur nächsten Episode. Die Twitchmaster sind montiert, Gregor und ich sind heiß. Und wir starten jetzt hier an einem Buhnenkopf mit den Twitchmastern. War im Training sehr erfolgreich und die hauen wir jetzt ins Wasser. Drückt uns die Daumen. Martin, Gregor, Attacke. Attacke. Viel Spaß. Okay, guys, welcome back. This is Catch with Care. Everton Truman. It's a really good day. The weather has changed. It's more wind, more cloud. We're going for pike and sander. So this is going to be really exciting, Evert. Yeah, we are pumped. The game plan is ready. We did a lot of mapping yesterday. So we found some good spots. Truman is going all in for the big pikes. I go all in for the zanders. Yeah, and this our game plan is to fill the cart. Yeah. So I hope we don't disappoint you and us. No. Let's do this. Okay. Come on, Evert. Fisch. Erster Wurf, Leute. Erster Wurf. Fühlt sich nach Barsch an, wenn ich ehrlich bin. Das Barsch. Ist ein fetter Barsch. Das ist ein Upgrade-Barsch. Das ist ein Upgrade-Barsch vom Allerfeinsten. Ich mache weiter. Du machst weiter. Und ich versorge den Fisch. Und wir haben eine wundervolle 46er Kirsche. Der Twitchmaster hat geliefert, hat mich ein bisschen verletzt, der Fisch, mit seinen Stacheln. Der kommt jetzt zurück und wir machen schnell weiter. Krasser Auftakt. Zwar ist der erste Fisch kein Zander und auch kein Hecht, trotzdem kann sich Hybrida mit diesem 46er im allerersten Wurf um 12 Punkte verbessern und die Tabellenführung ausbauen. Ja, schön gemacht, Martin. Schön. Erster Wurf. Damit, klar, klassisch. Klassiker. Also was wir wirklich brauchen, ist morgens der Hecht. Das ist der absolut wichtigste Fisch für uns, weil der beißt am schlechtesten. Zumindest gestern im Training war das so, weil da so trübes Wasser gekommen ist von vom Regen. Und das hassen die Hechte hier. Aber heute ist ein Unterschied. Heute ist bewölkt. Also vielleicht sind die heute ja besser drauf. Aber der Hecht ist schwer, wirklich schwer. Und vor allem großer Hecht. Und den brauchen wir. Der gibt ordentlich Punkte. Das heißt, wir versuchen, den zuerst zu fangen. Und dann kümmern wir uns um die Zander. Barsche haben wir ja gefangen. Das war kein Problem. Aber der Hecht wäre schön jetzt. Den brauchen wir. Yeah, this time of the year, there's so much small bait fish. You see them jumping everywhere as well, like really small size bait fish. So it's really easy for the pike, of course, to snack them. That's also, I think, one of the reasons why it's so difficult to actually catch them. So we do, we try to spread our chances a little bit. Freddy's on a little bit bigger jerk bait, Zilla Glider. And I'm switching a bit between whatever I feel is right. And right now I'm on a smaller twitch bait that we use a lot for perch and zander fishing, but this summer I caught, I don't know, over 10, maybe 12 or 13 meter pikes on only this this little twitch bait. So a lot of confidence in this lure also for a big pike. And with baitfish that small, it could actually work. Für Abu Garcia steht am Morgen also der Hecht ganz oben auf der Wunschliste. Und auch Strauft hat sich Meister Essox zur Aufgabe Nummer 1 gemacht. Wind steht voll rein, also perfekt. Sollte eigentlich cool sein. Das ist immer das Problem, wenn man einen Angler hat, der das Barschangeln liebt und der andere liebt das Zanderangeln, dann bleibt der Hecht manchmal ein bisschen außen vor. Und deswegen ist es gerade nicht so leicht für uns, den Hecht zu fangen. Aber das Wasser sieht gut aus, der Wind drückt in die richtige Richtung, die Köder sollten passen, also insofern sollte es klappen. Drückt uns die Daumen. Guter Fisch. Ja. Ein ganz komischer Biss. Ganz komisch. Yes! Oh, Gott sei Dank. Gut gemacht, Alter. Boah, ich kann euch gar nicht sagen, dass mir ein Stein vorm Herzen fällt, ey. Nice! Puh. Gott sei Dank. Vorne liegt an. 75. 75 Schiedsrichter? Warte. 76, ja? Ist über 5. Ja. 76?
Ja. Yes! Nummer 1. Jawoll! Absolut kein Riese und kein Monster, aber wichtig. Wirklich. Ganz wichtig. Die Erlösung. Hammer. Erster Hecht ist im Sack. Gott sei Dank. Jetzt. Wahnsinn, was so ein Fisch an Erleichterung bringen kann, ist unglaublich. Hast du das Klonk gehört? Ja. Das war der Stein, der von meinem Herzen gefallen. Oh Mann. Auf geht's, jetzt im zweiten und dann müssen wir uns zügig um die Zander kümmern. Aber da läuft es soweit nach Plan. Puh, das hat mir ein bisschen lange gedauert. Bei Stroft ist die Hechtmission schon zu 50% erledigt und auch Freddys Schnur strafft sich. Der Grund hierfür ist allerdings weniger erfreulich als bei Sascha. He's got the drum. No way. Yeah. That's it. Ja, ich hab's mal richtig verkackt heute. Ich habe ja gerade den Fehlbiss vom Hecht gehabt und natürlich, wo werfe ich hin? Da, wo der Fisch herkam. Und ich habe nicht in die Luft geguckt. Flo hat genau da seine Drohne stehen gehabt. Ja, und da habe ich die Drohne gefangen. Also ich habe auf jeden Fall schon was erwischt heute. Wanna measure it? Der Kumpel hier, ich weiß nicht, ob der aufs Maßband passt, aber maßig ist das Ding auf jeden Fall nicht. Ja, scheiße, ey, tut mir total leid, Flo, Alter. Zahle ich dir, wenn sie kaputt ist. Alles gut, ready, jetzt aus. Also falls ihr keine geilen Aufnahmen mehr kriegt, ich bin schuld, ich habe die Drohne abgeschossen. What a pity. That poor little drone. He didn't even know how to swim. Anyway, we did get two times pike action in this little bay. Two different pikes, two different places. So, yeah, there's definitely something to work with here. Just too bad that the bites are so poor that we really, it's impossible to hook these fish. But the fish are here, so we insist a little bit. Maybe go to another spot that we found some pike yesterday and then come back in later if it's needed, if we need a pike. This is a place to do it, I think. What do you think, Freddy? Yeah, definitely. They are here. Okay. They are here. It's not the monster fish, maybe? I mean, the one. Well, there's big pike in that bay, huh? Yeah, there are. There are meters here. There are meter fish here. And so. Bigger. And bigger. Yeah. There's one. There's something there. Yeah. Swirl. Just right from my lure. You see? Yeah. Oh my god! The bloody pike, man! There's the boat ramp, right there. That's how far we had to go for this little pike. But that's good, that's good. We ticked the box on the pike, man. Three times action. Oh. Did you see how fast? It's too small, but it's a fish. Yeah, it's sizable. And in these conditions, sizable. It's okay to have it on the board. Of course, we need to upgrade it. There's no way to keep these two small pike on the board. And don't let it jump out. No. I'm keeping good watch on this one. This is an important fish for us. Okay, we do a quick measurement. It's a small fish. Oh, sorry, 73. 73. Okay. So, my friends, I think I have never been as happy about a 70 centimeter pike. But quick action in the morning always gives a good feeling. Of course, we will fish much more pike today. On this little bugger. And catch hopefully a few 90s or something. But we filled the cart with that little guy here. And in these conditions, as I said, that can be. Yeah. Okay. On the spinner bait. And we are not done yet. We're just getting started. Good work, my friend. Really good. Keep on going. Yes. I will clean this mess up. You keep going. Maybe there's another one, huh? Yeah, go. There's some nice weed beds here as well. Yes. We never trained that spot before, but I saw it on the, well, a few years ago, or a year ago, I caught some fish here, but we didn't train it. But there's a lot of weed here, and we thought the morning is really good for pike, and we didn't want to lose too much time driving because we have a slow boat compared to the other teams. So we don't want to go far. And so far it paid off. Three contacts in half an hour or something, so. That's good. So we continue a little bit. Maybe there's another pike. There's a pike. That's it. I'm not sure if it's a pike. That's a fish. Not a big fish though. But fish. That's the reason why. But it's a pike. I think it's a pike. Well, if you need a pike, everything is a pike that you have on the hook, of course. Goes always like this.
the little pike. Too small? So I wanted to say, the smallest perch we have is 37 or something like that. Nah, this is probably not an upgrade, but we'll see. Probably not. Getting in the mojo at least. That's it. Ah, you can take it here. I think I have a good feeling about a bigger pike here. Go for the bigger pike. We just continue, scratch the spot. 36 is our, 63 is our smallest pike now. Probably not an upgrade. What do you think? That's a really small pike here. No, no upgrade. 61. 61. Okay, that one goes back. Little guy, grow big. Happy pike. Continuamos. Good, second pike on this very spot. Good work. Ja, wir haben das Boot jetzt geankert. Wenn ihr so ein Krautfeld habt, wo dann auch mal ein Biss gekommen ist, dann lohnt es sich echt, das auszufischen, weil im Kraut ist es so, wenn die viel Futter haben wie hier, die wollen den Köder vor der Nase haben. Und wenn man da zu schnell rüber driftet, ja, dann fischt man das nicht richtig aus. Ne? Deswegen ankern wir jetzt hier, zack, direkt noch einen gekriegt. Ja, jetzt warten wir einfach, dass die Fische ein bisschen größer werden. Aber damit sind wir schon mal happy, weil einfach schon mal ein bisschen was passiert ist heute. Das ist gut. Gut für den Mojo. Gut fürs Mojo und momentan auch gut für die Tabelle. Mit nun 6 Fischen in der Wertung übernimmt Abo die Tabellenführung und das, obwohl auch Hybrida und Stroft schon punkten konnten. Nur CWC wartet an diesem ereignisreichen Morgen noch auf den ersten Biss. Let's take some fish now. Ja, Fisch. Good one? Ja. Good, good. I think it's a really big perch. Is it? I don't know, but it's feels like a perch. Ah, it is. Oi, 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 oi. But it's an But we measure it. Yeah. I keep on fishing and we measure it. It's an upgrade for sure. Yeah, it's 45. 45. 45. Yeah, we don't have to report it. Yeah, sorry. No upgrade, but very, very nice fish. Of course. So happy with this fish. But at least there is fish in the hole. Oh, of course it is. Willst du dich gleich nochmal hier verschieben, Gregor, oder fahren wir rüber auf die andere? Drüber. Okay, ja. Dann mache ich schon mal einen Gummi dran. Und ich probiere es dann direkt auf Zander am Grund. Du probierst es auf Zander und ich mache Hardbait die andere Kante, die flache Kante. Du schmeißt den B1 ins Kraut, genau. Mhm. Ne, ich probiere jetzt erst mit Twitchmaster weiter, weißt du? Alles vielleicht gut. Stehen die Zander da wie im Training, ganz an dem flachen Teil. Okay. Machen wir so. Ein Wurf. Okay, hier. Komm. Ja, fahren wir direkt? Okay. Ja, alles klar. Kann man immer später noch kommen. Ja. Wenn Wasser sich ein bisschen bewegt. Das steht jetzt momentan. Jupp. Da ist nicht lange Fahrt. Nein. Also ich versuche jetzt einfach mal mit einem anderen Köder einfach ein bisschen was Unterschiedliches zu fischen. Vielleicht kommt da mehr Reaktion drauf. Wir hatten zwar jetzt den Fisch auf dem Spinnerbait, aber ich habe auch schon super Hechte auf dem Chatterbait gefangen. Und gerade hier über so Flachwasserzonen, da kann man den super zwischen dem und in dem Kraut fischen. Chatterbait ist ja eher wie ein Crankbait, weniger wie ein Jig, auch wenn er einen Jigkopf hat. Das heißt, es ist ein Köder, den man einfach nur auswirft und dann einkurbelt. Und je nachdem, in was für einer Geschwindigkeit, auch mit Spinnpausen führen kann und so ein super flexibler Köder ist, den man in unterschiedlichen Wassertiefen auch fischen kann. We go back now to that edge. Yeah, again? Yeah, and then we go like... Then we go the other edge. Oh. Yeah. I don't feel it here. It's not enough weed here. One more cast. Ich habe jetzt hier wieder den, oder immer noch den Spinnerbait dran, der gerade die Fische gebracht hat. Das ist relativ schwerer. 21 Gramm hat der, glaube ich, ne? 31 Gramm. Mit einem Trailerhook hinten drauf. Der läuft schön tief, beziehungsweise so tief läuft er gar nicht mit 21 Gramm, weil die Blätter den ja oben halten. Und gerade im Kraut, wenn ihr so übers Kraut fischt,
dann legt sich die Schnur häufig über die Krautinseln rüber und drückt die Köder dadurch hoch. Das heißt, ein schwerer Spinnerbait ist wichtig, dass ihr den runterkriegt, den Köder. Und dann fischt ihr den, wenn er dann ins Kraut reingeht, dann schlagt ihr den einmal durch und dann läuft er schön tief unten durch das Kraut. Und ich finde, gerade beim Krautangeln ist es echt wichtig, gar nicht so weit oben zu angeln, wie man glauben mag. Also nicht übers Kraut rüber, sondern eigentlich viel mehr durchs Kraut durch. Weil die Fische eben nicht unbedingt bereit sind, bis zur Oberfläche zu kommen. Manchmal ja, aber häufig eben nicht. Also schön runter mit dem Köder. Manchmal lohnt sich das auch richtig, mit dem Gummifisch da unten zu jiggen und die richtig rauszupulen aus dem Kraut. Weil die haben da unten halt viel Futter, die fressen Brassen und Futterfische und so weiter. Die brauchen nicht weit schwimmen, um zum Futter zu kommen. Also müssen wir Angler runterkommen zum Fisch. Deswegen ein schwerer Spinnerbait. Ich fische hier auf noch nicht mal zwei Meter Wassertiefe, anderthalb. Und trotzdem der 21 Gramm Schwere, der ist es, ne? Okay, wir drehen um und nochmal hinten auf die Krautecke rauf. Einen brauchen wir noch, und zwar einen besseren jetzt. Auf zwei Booten bei Stroft und bei Abu fischen beide Angler gezielt auf Hecht. Bei Hybrida angelt man auf Zander, bei CWC hingegen teilt man sich die Aufgaben. Evert fischt auf Zander, Truman geht auf Hecht und beim Schweden Shepherds. Oh, Fisch! Good one! Oh, come on! Oi, 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 oi. They always take the Muras from the head. Was a really good bite. Boom! It's not a big fish, but the strike was really good. 86. 86? Yeah, 86. It's 85 and a half, and then you can upgrade it to the 86. Yeah. He's the judge. Yeah, proof, I see it. Okay. Yeah. Cool. Nice. Yoo-hoo! I'm so glad that we did our homework yesterday with mapping the whole shebang. But that's because of you. I didn't think to map this. I was so pumped up when you caught the fish, so it's really good. And you know the Muras, it's a tremendous bait. You take it really, really slow in the middle of the water. It's an easy prey for the pike. It pushes lots of water. It has a big profile. And normally, when they decide to take it, they take it hard. Really hard, and they always go for the head. This is one of my favorite color. It's called ice cream. It's a little bit of white and brown, and you can choose the tails. I normally, when it's windy like this, do a paddle in the back. This is a pig shad 23 spotted bullet, perfect match for the ice cream. Boom. Nachdem sich der Hecht die Eiscreme hat schmecken lassen, gibt es den dritten Tabellenführer des heutigen Tages. CWC zieht an Hybrida und Abu vorbei und setzt sich an die Spitze der Gruppe. Ja, unsere Taktik heute, natürlich sind wir auf der Suche nach den Zandern, die fehlen uns noch. Ah, da war ein Fischkontakt und ein Hecht, da ist er. Nein, ausgestiegen. Weitermann, alles gut. War kein Riese. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, wir brauchen die Zander. Zwei Stück mindestens und ein Pike. Wir versuchen erstmal einen Schleusenbereich. Die Zettis stehen ein bisschen tiefer, deswegen werfe ich ein bisschen ins Tiefe. Gregor versucht es auf Hecht im Flachen mit den Hardbaits. Wir hatten gestern im Training schöne Fische gekriegt. Man muss aber dazu sagen, ehrlicherweise, wir haben die Power Hour simuliert und haben auch ein bisschen geschleppt. Und es war, Gregor, es war tatsächlich erfolgreich, muss man sagen. Wenn alle Stricke reißen, werden wir darauf zurückgreifen und auch die Schleppangelei hat ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Es ist effektiv, es ist nicht unsere Königsdisziplin, nicht unsere Lieblingsangelei, aber da sind die Geschmäcker halt verschieden. Da war wieder einer, ey. Ja? Ja, ja. Hängt, ist ja ein kleiner. Es könnte ein kleinerer Barsch sein. Da machen wir einen Quick Release. Ein wunderschöner Barsch, aber nicht das, was wir brauchen. Also, flupp und tschüss, weiter geht's. Fisch. Wieder ein Barsch. Bring den 50er mal ans Board. Sag ihm Bescheid. Den würden wir mitnehmen, auf jeden Fall. Also nicht mitnehmen, sondern aufs Scoreboard mitnehmen. So. Ich bin sicher, dass die Zander stehen auch hier zwischen den Barschen, deswegen müssen wir weitermachen und hoffen, dass einfach der Zetti sich unsere Köder schnappt. So, wir fahren jetzt auf die nächste Ecke. Relativ kurze Kante, mit einer steilen Kante nach unten hin.
dann gucken wir, dass wir da jetzt gleich erstmal nochmal ein Upgrade uns holen. Den brauchen wir dringend. So while Freddy is driving to the next spot, quickly want to tell you about the boat bag that I'm using. It's a Plano boat bag with a really cool feature. It has a magnetic drop zone on the top. So you can drop your lures or your pliers or whatsoever, open it, close it again, and it will stay on there. And you can easily grab your lures. Magnetic drop zone by Plano, really cool. So, der zweite Hecht hat leider nicht geklappt. Das heißt, wir versetzen uns jetzt noch einmal frisches Wasser und hoffentlich klappt es da, damit wir uns dann endlich auf Zander konzentrieren würden. Das wäre super. Oh, I missed one. Oi, 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 oi. Really good bite. Shit. Take it. Oh, I missed it again. Oh, two times now. Just that direction. Good bite. How deep is it here? 3.5, but you cast over like 4 or 5 over there. Yeah, I'm gonna do something here just to try. Jesus Christ. You know, still 30 years of fishing, you're still shaking when you have a bite. It's so off. I try a guppy, see if that girl wants that. Yeah, I have it. That's a good one. The net. Yeah, yeah, yeah. This is a good one. This is a really good one. Oh. Easy. Yeah. Easy. I'm here, buddy. I'm here. Oh, it's sitting. Oh, it's a meter bite! Yeah, but hey, don't lose it. No. Easy. You know, that fish didn't want a straight bait. He was just nibbling two times. I switched to Muras, did a couple of casts. Normally, it's more a reaction bait. And he took it. Boom! Now we can take it. Okay, buddy. I will help you. Yeah. Oh! It's not meter. Yeah, it's 109. Is it? Yeah. It's even 110. Oh, no. Just clip it to the board. I have it. It's 110. 110? Yeah. Yes! 110! Catch with care! We did it! Nice, huh? Look at the back. Oi. True, man. That's why I took you to this trip. Yeah. Because you know how to fish bike. Oi. Okay. Hello, my girl. Oh, it's so nice fish. Look at this one. Oi. Okay. Now we let her go. Für solche Aufnahmen, für solche Fische und für solche Profis sind wir hier. Nach zwei Fehlbissen zeigt Stefan Trumstedt, warum er zu Europas besten Hechtanglern zählt. Ein schneller Köderwechsel, ein präziser Wurf und dann hängt der 110 cm lange Hecht doch. CWC kann deutlich upgraden und hat mit 4 großen Barschen und 2 großen Hechten eine großartige Basis, um nun auf die fehlenden Zander zu fischen. Yeah, we are in a really good spot here, and I had two good bites on straight bait, the Muras, and I could feel it could be a really nice fish, and it didn't take. So I switch to a guppy. This lure has saved me so many times. It's like kind of jerk bait, but you can fish it really deep and slow with side to side action, and this is more like a reaction strike. So I switched to this one. This is one of my favorite colors, the golden perch. Really nice color for all kind of conditions. And I took it down to maybe 3 meters and jerk it, stop, and boom, we took it. So nice,
So remember this name, Guppy from Strike Pro. This is the biggest version. This is my favorite. You can fish it on 5-6 meters if you are really slow and gently with your rod. Really cool. Also another feature, it's really easy to change the tail. It's just screw it in and screw it on. So if you have good fishing and you lose your tail, just screw another one on. And you can choose different of colors. Really cool. If you catch two a center of 70, we're next round. 70? 70. Two, yeah. 70 yeah, centers. That's going to be a tough one. But now we go all in for that. Oy, 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 oy. We can fish the whole day for Zender. Yeah, I know. I know. Stefan, so we go to the green buoys or to the corner spot corner, that we mapped? Corner. Yeah? Yeah, that we have mapped and we hammer it fucking down. Okay. CWC braucht noch ein bisschen, um den Zanderplan zu schmieden. Bei Abu, die nun etwas weiter östlich im Hollandsdiep fischen, ist wieder eine Route krumm. Oh, it's a big perch, man. Huge perch. Upgrade perch. Yeah. Oh, fuck. That was a 50 centimeter perch. That was a 50 centimeter perch. Oh my god. Never happens that you lose a fish on that bait. That was a 50 centimeter perch. Huge perch. Ay, ay, ay. Huge perch. That was huge, huh? Huge. That was a 50. Yeah. Oh. 10 centimeters. I cannot believe it. I cannot believe it. Water was a little bit clear here, so I switched to a Stunna, Berkeley Deck Stunna, and a nice smelt baitfish kind of color. Couple of casts. Alter, war das Monster Barsch. And a Monster Barsch. Ja, Alter. That was a close to 50 perch. Ah, das war ein 50er. Yeah, we saw it in the surface. Das war ein 50er. And normally you never hardly lose any fish on a twitch bait like that, but. Oh, ai, ai, ai. Der war ganz, ganz, ganz wichtig. And it was not even like in the surface that it lost it. It just turned around, made a run, and at least we're on some active fish. That's good. But you see exactly here the watercolor. Das ist so krass mit der Wasserfarbe hier. Da kommt so eine braune Plörre runter von dem Regen vorgestern. Und hier ist ein ganz kleiner Fleck, wo es nicht ganz so trüb ist, Alter. Und sofort steht da so ein Lemming rum. Das ist so krass. So schwer, die Wassertrübung zu finden, die Fische wollen. Man muss echt hier rumgucken und fahren und suchen. Und wenn du so hast, die Wasserfarbe, dann gibt es auch Bisse. Aber wenn du hier raus bist aus dem klaren Wasser, ist sofort vorbei. Passiert gar nichts mehr. Das war gestern auch so. Du musst das richtige Wasser finden. Willst auch du unvergleichbare Emotionen beim Fangen erleben? Einfach auf anglerschmiede.de einen Experten- oder Vorbereitungskurs buchen und mit dem Gutscheincode YPCBOAT ein Köderpaket im Wert von 80 Euro absahnen. Uiuiui. Also, der Druck ist schon da. Ja, ist das. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber Gregor, wir haben doch so viel Zeit. Ja, wir haben wirklich gute Ausgangslage für uns beschaffen in letzten Folgen. Und die zwei Zander, die sind wirklich schwierig zu fangen. Wir wissen nicht, wie die anderen Gruppen gestern hier gefangen haben, aber wir vermuten auch, weil wir haben die beobachtet, dass die
ziemlich Spothopping gemacht haben und jeder war so ziemlich nervös. Deswegen für uns ist auch das so noch offenes Thema. Okay, am Plage kannte aber nichts, Martin. Gar nichts. Pass mal auf, wir sitzen uns 20 Meter runter. Du kannst immer noch die steile Kante jetzt abfischen, ja, und ich werfe schon ins Kraut. Ja, okay. Aufrecht. Okay. Weil dem Zander müssen wir irgendwie parallel abfischen. Und die sind hier. Die sind einfach nicht aktiv gerade. Das sehe ich genau. Hier ist die Kante ein bisschen flacher. Und da 20 Meter weiter geht steiler runter. Okay. Lasst es uns tun. Danach letzter Wurf und dann weiter. Wo fahren wir dann hin, zu deinem Hechtspot? Ich guck mal eben kurz auf der Karte und dann... Ja, ist gut. Willem steht halt genauso im Wind, ne? Ja, aber denk an Hope. Wenn keiner Bock hat, Hope zu fischen, ist Hope am besten. 2 Meter Welle drauf, weißt du noch? Ja. Zeit für Spotwechsel. CWC fährt zum Zanderangeln weit nach Osten. Stroft bleibt auf der Nordseite des Holland-Diebs, fischt nun etwas weiter östlich, während Abu die von Stroft verlassene Bucht ansteuert. Hybrider bleibt schleusennah und macht dort immer wieder kleinere Stellenwechsel. So far so good, my friend. Yeah, we are following the game plan and so far we have so many hours now, so we need to nail them. We're gonna empty the lake. Yeah, but it's gonna be cool. I don't know how we shall do. If we catch 260 sanders, we still continue on the sanders, or shall we go for pike? If you catch a 70, you're safe. Yeah. Well, it's not much to upgrade for pikes. It's you know why? For example, if you catch a 92, yeah, then you upgrade only like 6 centimeters. I know. So I think the real bonus is now the sanders, because that's times 1.3. Yeah. Or you must catch another 110, then of course it's a really huge upgrade, but... Yeah, but I think it's not impossible. No. We have been... But first, let us catch 2 senders, and there we take from there we take it. Yeah. Fish? Lost it. Upgrade bike. Ja, ja. Was ein 80. Bah, fucking shit. Das war der Upgrade-Pecht. And I even have a treble on. Gerade einen schönen Hecht drauf gehabt. Das war ein 80er oder 90er. Ah, ey. We don't have the luck today. Kann nicht sein, ey. Monster-Barsch verloren, richtig guten Hecht jetzt verloren. Ja, das ist nicht gut sowas, ne? Wir hätten mit den beiden Fischen, hätten wir uns jetzt direkt den Zandern widmen können, was sehr gut gewesen wäre für uns, weil das ist ja auch unsere Stärke hier so ein bisschen, die etwas besseren Zander da raus zu filtrieren. Dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen Zeit, die uns natürlich am Ende raus fehlt, wenn wir hier den ganzen Tag noch die Hechte angeln müssen. Weil das war gerade ein richtig guter Fisch. Und zusammen mit dem Barsch, das hätte richtig gut ausgesehen für uns. Ja. Aber so richtig gut. Ja, da muss man einfach weiter fischen jetzt. Bringt nichts, ne? Sich zu ärgern. Diese Fehlbisse gibt's halt. Gerade auf dem Spinnerbait hast du die. Ich habe extra noch einen Drilling rangehangen. Nicht mal einen Trailerhook, sondern wirklich einen Drilling aufgemacht. Gesagt, ey, jeder Biss muss sitzen jetzt. Und trotzdem daneben gepackt, das Viech. Das ist echt ärgerlich. Fisch. Jawohl. Könnte ein Mini-Zander sein. Löffeln wir mal rein, aber... Das wird eine knappe Kiste. Ich glaube nicht dran. Nein, nie im Leben. Schnell zurück und weitermachen. Jo, Martin, mach das nochmal, aber größer. Ich bin stets bemüht, wie immer. Leute, ganz wichtig noch. Kleines, kurzes Statement zum Binden Schnüre am Wasser. Wenn euch die Abschnitte bleiben, bitte immer mitnehmen.
nicht ins Wasser schmeißen, nicht am Ufer lassen, weil die Vögel können sich dann da daran verfangen oder andere Tiere. Und dann später sieht ihr so eine Möwe, wo schleppt sich hinter sich so 20, 30 Meter Schnur. Das ist nicht cool. Mitnehmen kostet nichts, wiegt nicht viel. Fertig ist die Sache und weiter angeln. Okay, Gregor, wenn das hier jetzt nichts wird, ne? Ja. Den Zandern. Dann fahren wir zu unserer zweiten Stelle in die Bucht rein. Mal ein bisschen Flachwasserangelei auf Hecht. Du meinst da? Badebucht. Badebucht. Ja. Definitiv. Die dürfen wir nicht links liegen lassen. Dann machen wir die Krautkanten, die Steinpackung. Und dann probieren wir in einem Stündchen nochmal auf Zetti, weil die sind inaktiv. Die sind 100% sind die hier. Aber die nibbeln nur am Köder rum, die hacken nicht rein. Okay, Abflug. Ja. Gut, nachdem wir den einen Spot kurz angetestet haben und keine Resonanz kam, haben wir uns jetzt wieder in ein Flachwasser verzogen und hoffen mit Spinnerbait. Und du hast Chatterbait drauf? Nee, ich habe auch ein Spinnerbait mit drauf. Also mit Spinnerbaits versuchen wir nochmal irgendwo hier ein Hecht rauszukrosen, damit ich endlich zu meiner geliebten Zanderangelei komme. Darauf warte ich. Und dafür lohnt sich dann auch das Arbeiten. Ja, yeah, it's no fish on the 360. I don't see anything. No. It's empty here. I'm pretty sure that we're gonna catch them. Yeah, but we take the... Yeah, the corner and then we go. Yeah. We can always come back. Yeah, of course. Oh, I had a bite. Jesus Christ, that was a good one. Just when I should turn around. So, mach den Kescherstart klar. Bin ready. Er kommt. Zweimal draufgehackt. Komm, den brauchen wir. Ein schöner 90 plus Fisch. Die Nerven. Er kommt. Ja. Nicht springen lassen. Rot ins Fisch. Ja, Mann! Ist drin. Mann! Drin. Ja. Junge! So mach man da! Junge! Ah, wieder der Spot, total unterschätzt, aber geil. So, Leute, zwar nicht mein Fang, aber ich zeige euch schnell. Sehr gerne. Komm, auf die Messlatte. Und der hat genau der, 90. So? 90er Fisch. Die Verletzung ist nicht von uns, der das blutet nicht. Ja, der war ganz vorne. Ja. Ewart, Stefan, die Dinger in groß, die brauchen wir auch noch. Ja, der Spotwechsel hat sich ausgezahlt. Zweiter Wurf und der Fisch geht zurück in sein Element. Bye, bye. Martin. Geil, Mann. Nochmal. Und wir können jetzt direkt zum Zanderangeln. Ja. Machen wir nichts anderes. Komplett. Wir haben 92er Hechte, Quatsch. Meter 2 und jetzt 90er. Mehr brauchen wir nicht machen. Fahren wir mal direkt auf Zander. Zwei Zander. Aber die können hier auch kommen, Gregor. Lass mich noch ein paar Wurf machen. Die können hier kommen. Wir hatten im Doppeldrill im Training hier. Genau. Mit Zettis, die waren maßig. Nice. Dann ist schon Erleichterung. Leute, das ist Erleichterung. Der Hecht ist wahrlich nicht leicht in den letzten Tagen und gewesen. Und diesen Zander. Also, ich will... Also, nee, ich sage lieber nichts mehr. Es ist richtig Musik in der Gruppe. Hybrida nutzt die Waffen von CBC, netzt einen dicken 90er Hecht ein und ist Evert und Truman jetzt ganz dicht auf den Fersen. Logisch, dass die beiden jetzt ebenfalls voll auf Zander gehen. We drove a short while close to the other spot where Freddy lost that 90 kind of pike. Same quite nice watercolor here. Some weeds going on. We give it I think maximum 1 hour more time. And then of course we shouldn't forget that we also need some time for Zander fishing.
In training it worked quite well, the zander fishing. So we're not so much worried about catching a zander, but of course to catch a nice one takes time. So we still do one, maybe two more drift to try to find an upgrade pike. And then we go for the zanders. Ja, ist eigentlich genau mein Wetter. Schön windig, bisschen wellig, Sonne-Wolken-Mix, genau mein Ding. Ja, ganz gefährlich, war auch die anderen Teams natürlich bei diesen Bedingungen angeln. Und da kann natürlich ein großer Hecht beißen. Wenn man die Zander schon voll hätte und jetzt Zeit hätte zum Hechtfischen, ist eigentlich gut. Ne? Aber puh, wir haben es ein bisschen eilig hier mit den Jungs. Deswegen können wir es nicht so richtig genießen. Das ist halt das Ding bei diesen drei Fischwettkämpfen. Dann, wenn das eine halt richtig gut läuft und ihr gut gefangen habt, dann müsst ihr halt dann aufhören mit dem Angeln, das, was ihr euch gerade erarbeitet habt, und dann halt die andere Fischart voll machen. Und ja, also mal angenommen, wir würden jetzt zwei große Hechte fangen, egal wie dolle Spaß macht, dann muss man aufhören, ne? Dann muss man halt die anderen Fischarten fischen. Das ist das, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Ich bin ja eigentlich lieber jemand, der sagt, einen Fisch und dann halt nur den. Ist schon so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, hier mit so einem kleinen Chatterbait auf Hechte zu angeln. Das ist nicht so mein Style eigentlich, aber halt Wettkampf. Man muss dann halt sich ein bisschen anpassen, ein bisschen anders fischen, als man das eigentlich machen würde. Nach CWC und Hybrida entschließt sich ein drittes Team, gezielt auf Zander zu fischen, auch wenn sie den zweiten Hecht noch nicht haben. So, wir haben jetzt die Hechte mal kurz zur Seite gestellt, weil wir auch noch die zwei Zander brauchen. Wir stehen jetzt auf so einem Spot, der so von 5 auf 7 Meter geht ungefähr. Einer meiner Lieblingsspots. Sind ein paar schöne Kanten mit drinnen. Große Steine liegen außenrum und wir versuchen jetzt quasi mit dem Gummifisch relativ grundnah mit ein, zwei Kurbelumdrehungen die Zander zu animieren und hoffentlich kriegen wir zügig die beiden Zander, sodass wir nachher wieder auf Hecht fischen können. Boah, wir haben eine Welle gekriegt. Ich fisch hinten raus. Fisch. Yes! Boom! Nice! Jig, jig, boom! Okay. Warte, liegt vorne an. Und wir haben hier 53. 54. Geht drüber, ja? Geil, sehr schön, Sascha. So, 54er Zander mit Ansage, Jig, Jig, Boom. Ehrlicherweise habe ich den Spot von ihm mal geschenkt bekommen, aber es ist heute einer meiner Liebsten und dieser Fisch zeigt auch warum. So. Fisch. Yes! Kein Riese, aber trotzdem wichtige Fisch. Punkte für uns. Oh, da kommt der nächste. Komm. Ja. So, nächster kleiner Zander. Mal gucken, ob der größer ist als Saschas. 48. Auch wenn es nur 2 cm sind. Yes! Der darf wieder rein. Fisch. Yes! 51. 51. Yes! Wieder ein Upgrade. Wieder 3. Auf geht's. So. Alter. Vom Boden hat er den weggepflückt. Der lag nur da rum. Ich habe am Handy rumgekroßt. Ja, jetzt hängt er. Yes, der ist gut. Booyah! So. Warte, warte. 57. Nein, das drüber. 58. Nachvollziehbar, warum Sascha das Zanderangeln und vor allem diesen Spot liebt. In kürzester Zeit netzen er und Sebastian 5 Zander ein, haben als einziges Team 7 Fische in der Wertung und klettern auf Platz 3.
Habe Garcia, Tabellenführer am Morgen, rutscht auf Platz 4 ab. Das zeigt, wie eng es in dieser Gruppe zugeht. Ganz ehrlich, Leute, das hier ist die schönste Angelei der Welt, wirklich. Mit seinem Kumpels auf dem Wasser zu stehen, irgendwo eine geile Stelle zu finden, wo total viele Zander sind und die abzugreifen, das ist das, wofür ich lebe und wofür ich angel. Großartig. Ui, Fisch! Good, 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 good. Good bite! Net, net! Ja, 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 ja. It's a nice one. I take the big one. I think it's a pike. No, 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 it's a big sender. That's good. Ooh. It's a really nice sender. Oh, yo, 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 strong fish. Thank you. Yeah, yeah, yeah. It's a huge one. Well, not a huge, but it's a nice one. Yes. First one. First one in the house. Yeah, that's good. It's 57. First fish, 57. One sender to go. I took it on the piglet shed. Sometimes they like the bright colors. So I switched from natural colors to bright colors. And back he goes. One to go. Bootsmanufaktur. Die Routen, die ich euch jetzt zeigen möchte, sind wirklich super, super schön. Das ist mein Lieblingsmodell vom Design. Ich finde die so schön, die Route. Das ist die Abu Garcia Aeon Serie. Die findet ihr in allen möglichen Ausführungen für Barsch und Zander. Ihr habt wirklich alles dabei. Also für jede Angelart habt ihr eine Route, die da perfekt für passt. Fuji Iconite Ringe, Fuji Rollenhalter, also alles wirklich vom Allerfeinsten. Das Design ist absolut der Hit. Ich habe sie selber schon gefischt und das ist eine geile Route. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. We fish with tungsten. Why? Of course, it's better for the environment, but it's also better for the fishing. When you have like standard jig heads and you cast in and it drops at the bottom, it goes like this, like flat on the bottom. With tungsten, because it's like fast sinking, it's going up more. And then you have like similar action as the net rig. And it stands up and they take it right away from the bottom. Shebang! So if you want to do finesse fishing for Zander, always use tungsten. BFT tungsten 5-0 hook on the piglet shed. Bullseye! Guter Zander verevert, CWC Scoreboard wird immer stärker. Wer kann da mithalten? Hybrider, die gerade am neuen Spot ganz in der Nähe von Stroft angekommen sind, haben auf jeden Fall eine breite Brust. Wenn wir die Zettis haben, Gregor, dann müssen wir uns Gedanken machen, was wir dann als nächstes anfahren. Ja, was Martin? Ich würde sagen, noch bei Barsch kann er mal ein bisschen was verbessern. Weiß ich nicht, ey, wir hatten auch einen geilen Spot mit Großhechten, ne? Das stimmt wieder. Ey, du hast aber die liegen beieinander, weißt du? Ja. Das ist das Gute. 99er hattest du gestern und ich hatte, was war das, 94, 93? Ja, irgendwie Mitte 90. Genau. Nee, du hattest 99,5, das wären 100 Punkte. Genau.
Und 100 Punkte sind mehr als 90. Jawohl. Da ist er. Bitte sei ein Zander. Das ist Zetti. Auf Barschbaron, Leute. Auf den Barschbaron. So. Wo ist er denn? Das ist gut, Zetti. Sauber, Gregor. Das ist ein Pike. Ist ein Pike. Okay, eigentlich brauchen wir den gar nicht keschern. Nee, brauchen wir nicht. Der verheddert sich nur. Oh, okay. Quick Release. Also war ein 60er, 70er Fisch, der bringt uns keine Punkte. Das ist schon verrückt, der bringt uns aber keine Punkte. Hätten wir euch gerne gezeigt, den Fisch. Aber wir brauchen den Zander. Und wir müssen weitermachen. Keine Sekunde verlieren. Nein, so ist das in Turnier. Aber der Barschbaron macht, ne? Der hat uns alle die Barsche gebracht im Turnier. Ja. Alle. Ja. Und ein paar andere Fische noch dazu, obendrauf. Jupp. Und der Sascha hat uns schon gemerkt hier, dass ein bisschen Action war. Und schau mal hin, die rücken auf uns zu. Aber die Jungs kennen die Kante auch. Die werden auch auf Zander fischen, ne? Was? Hybrida wird wahrscheinlich auch gerade auf Zander fischen. Ja, deswegen sind die auf der Suche, Alter. Also die stehen zu tief da an der Stelle. Fisch! Bist du nach hinten, oder? Ja, geh nach hinten. Schnell! Entschuldige, Kescher zu mir. Komm her. Yes, sir. 58. Yes! Sascha, die Maschine. Oh Mann, ey. Hammer. Zweiter, besserer Zander. Ich sag's dir immer, es ist die beste Angelleitung. Die beste. 58. Das ist schon mal besser, aber ich befürchte, es reicht noch nicht. Wir müssen noch größer. Quantum Q-Paddler bringt uns jetzt hier gerade die meisten Fische. Und eine kleine Sache dabei ist, je mehr schwarze Punkte in diesem Apple Seed drin sind, desto besser funktioniert er. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Deswegen habe ich jetzt einen aus der Box gegriffen mit möglichst vielen schwarzen Punkten. Gefischt habe ich den mit Stinger am Stroft Niti und einem Tungsten Jigkopf. Tungsten ist einfach deutlich besser als Blei. Und jeder, der öfter mal jiggen geht, sollte Tungsten verwenden, solange er nicht zu viele Hänger hat, hält sich das auch preislich im Rahmen. Also insofern, ihr habt nicht so viel Zeit am Wasser. Die meisten von uns haben nicht so viel Zeit am Wasser. Und wenn ihr am Wasser seid, dann fischt anständiges Zeug. Daran hat man mehr Freude und man hat auch mehr Vertrauen darin. Oh, this is, I think this is pike. I think? Yeah, this is so heavy. I don't know what it is. But this is like a big fish. If this is a Zander step up. Yeah. If this is, no, it's Zander. Is it? Yeah. Oh, it's a big one. It feels big. Yeah, Zander. Take it easy. Oh, this is a big one. Yeah. I feel the big teeth on the leader. Yeah. Oh, yeah. Ah, this is a pike. It's pike. It's too strong for. It's too strong for Zander. Could be. Now it's pike. Yeah, but that's a good one. It's a good one. Could be a meter. Take it easy. Oh, this can be even an upgrade. Yeah, of course. So glad with the titanium. Oi! This is an upgrade. Come on. Also a meter. Yeah! Good, huh? 108. Okay, another meter pike in the boat.
we were fishing, as you guys know, for Zender, and then shebang! That's an upgrade, my friend. We have 110, 108. Yeah. Der zweite Meter-Hecht des Tages und wieder geht er auf die Kappe von CWC, die ihr ohnehin starkes Scoreboard weiterhin verbessern. Doch noch sind sie nicht durch. Das weiß auch Evert. So, I think for pike we are on the lead. The perch, I think we are also on the lead. But still we are not safe, because we have like a pretty okay Zender. Of course, for normal Zender fishing, a 57 is really nice to catch. But competition-wise, we need some extra. To win, I think we need at least high 60s. So we have some work to do, but we are on a good spot. And hopefully we take another one. Das war die dritte von vier Folgen in Gruppe D und viel spannender könnte die Ausgangslage kaum sein. CWC führt die Tabelle an, doch sie brauchen für die Full Card noch einen Zander. Der stärkste Verfolger, Hybrider, benötigt noch zwei. Strauft hat die Zander bereits vollständig in der Wertung. Ihnen fehlt noch ein Hecht und fürs Weiterkommen auch noch zwei oder drei gute Upgrades, falls es CWC und Hybrider gelingen sollte, die Karte zu füllen. Vizemeister Abu Garcia, momentan auf Platz 4 zurückgefallen, wird es in Folge 4 sicher voll auf Zander anlegen. Doch auch Freddy und Simon sollten zusätzlich noch mindestens einen großen Wertungsfisch fangen, um die Chancen fürs Halbfinale zu wahren. Welche beiden Teams weiterkommen, erfahrt ihr bereits am Donnerstag ab 20 Uhr. Bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abos und Support-Einkäufe. Ciao!